schreiben hier auf dieses Papier eine Frage. Schaffen wir große Plage, keine Frage. Was ich jetzt dazu sage, hast du Töne? Was für Instrumente oder quietsche Ente? Hast du Töne? Hast du Töne? Hast du Töne? Hast du sehr, sehr schöne Töne? Klangvolles, was die meisten Menschen sehr gerne hören. Musik kann von jedem Menschen hergestellt werden, auch wenn er es gerade nicht mehr. Musik ist etwas, was sich mit Gefühlen verbindet, also was mich fröhlich macht manchmal. Musik sind Klänge, Töne, Geräusche, Schläge, Schlagzeug, Flöte, Instrumente zusammen. Sind Töne, die aus verschiedenen Instrumenten gemacht werden. Musik sind alle möglichen Töne, die man selber als Musik empfindet, die auch andere als Musik empfinden. Für mich ist Musik eine Sache, die mich durchs Leben begleitet hat, die mir viel Spaß macht. Die Gefühle Musik ist manchmal eine Pause, dass man abschalten kann von anderen Sachen. Musik ist manchmal auch, ja, Musik hat man auch gern dabei, irgendwie zum Beispiel, wenn man eine Party feiert oder so, oder wenn man im Auto sitzt oder so. Musik ist natürlich auch Unterhaltung, ja. Musik sind Töne, auch nicht unbedingt, die zusammengehören richtig. Einfach, es kann auch sein, wenn ein Baby zum Beispiel auf einem, es gibt ja diese kleinen, Xylophone, wenn die einfach darauf siehst, für die ist es halt Musik. Und Musik kann einfach alles sein. Okay, unbedingt alles nicht unbedingt, aber viele Sachen können halt Musik sein. Das Tropfen von einem Wassertropfen, wenn es raufprallt, oder Vogelgesang. Musik ist für mich jetzt persönlich Entspannung und einfach eine Fröhlichkeit im Leben. Man kann halt auch in jeder Musik seine eigenen Gefühle sehen. Einer kann in der Musik irgendwie Wut und halt so aufbrausende Sachen sehen und der andere meint irgendwie, dass da was drin ist, was entspannt oder so. Also bei ruhiger Musik habe ich so das Gefühl, es ist jemand gestorben und so. Also jetzt nicht so richtig gestorben, als ob irgendjemand im Krankenhaus liegt und man wollte das nicht oder so. Es sind halt diese traurigen Gefühle. Wenn man jetzt so rockige Musik hat, finde ich das so aggressiv. Also. Es bedeutet für mich, dass man irgendwie sich mal austoben kann, halt mit der Musik halt. Und dass man auch einfach mal alles andere vergessen kann und einfach nur mal Musik machen kann. Ich drehe immer alles voll auf. Mein Bruder kommt dann ins Zimmer, sagt, ich soll leiser machen. Mache ich dann nicht immer, aber manchmal, also ich drehe, die meiste Zeit drehe ich dann immer die Musik vor und auf. Musik macht mich glücklich und es entspannt mich aus. Wenn ich jetzt Freizeit habe und in meinem Zimmer zum Beispiel sitze und mir langweilig ist, dann mache ich halt eben mir mein Handy an, wo meine Musik drauf ist, stöpsel mir dann Ohrstecker in die Ohren und höre dann was, mach dann irgendwas anderes, wie zum Beispiel zeichnen oder so. Und, ja. Musik ist auch eine andere Art von Sprache, die vom Künstler geschrieben wird und von allen verstanden wird.
eine Geräuschabfolge, die man unabhängig von der Stimmung, also die man unabhängig von der Stimmung einfach macht und man damit einfach seine Gefühle auch ausdrücken kann. Ob man jetzt schlecht gelaunt ist oder nicht, ob man halt glücklich ist nach der Schule oder vor der Schule, vielleicht nochmal von der Arbeit, wenn man gerade ziemlich aufgeregt ist und einfach nochmal runterkommen will. Im Wald, wenn es geregnet hat, wollen die Vögel ja wieder raus und dann zwitschern die halt so, das ist halt dann so die schöne Musik. Oder wenn man jetzt in der Schule, die Klinge zum Beispiel ist auch schon so in der Art Richtung Musik. Und wenn zum Beispiel Wind ist oder so, dass halt das Rauschen, alles Musik regt. Wenn es regnet, vor allem auf dem Zelt, das prasselt ja so, das ist fast genauso viel Musik. Ich höre gerne Schlager, Rock, Metal. DJ Ötzi, das ist mein Lieblingssänger, sag ich jetzt mal so, und Helene Fischer auch genau. Es liegt so zwischen Rock und traurig ungefähr. Ich höre sehr gerne Pop vor allem. Und Web? Ja, also ich mag zum Beispiel ein paar Lieder von der Band Juli. Ein Lied, das ist, mag ich am besondersten, und zwar Elektrisches Gefühl. Ich höre gerne Vanilla Sky von Green. Despacito. Kingdom of Sword von Billy Talent, die Band. Dann Roots von This Moment. Shade of Me. Roland Kaiser. Achieving. A Cappella Musik von der Band Wise Guys. Bei mir ist es einmal die Welt von Crow. AC/DC, halt bei Hard Rock und bei Rap Sido. Bei zum Beispiel so Orchestermusik. Ich höre eigentlich nie Orchestermusik, aber ich finde, das ist immer sehr, da spielt man richtig was. Das ist ein bisschen, da würde ich manchmal gerne Dirigent sein, deren. Die toten Quackhosen im Cover. Klassik. Klassik. Schnulze. Schlager überhaupt nicht. Na, so alte Musik wie Klassik oder so. Schlager und Reggae-Musik, weil da versteht man immer nichts. Meistens kaufe ich mir über iTunes die Musik. Oder ich frage den Freund meines Vaters, ob er mir, weil der ist irgendwie so ein großer Musikfan, der hat alle Songs immer automatisch, die neue im Radio kommen, hat der immer automatisch kostenlos runtergeladen und dann kann er mir auf eine CD brennen oder ich gebe ihm einfach mein Handy und dann zieht er ja rauf oder so. Auf einer CD habe ich ja nicht wirklich Musik, ich habe hauptsächlich, ist vielleicht ein bisschen kindisch, noch ein paar Hörspiele. Ich finde die einfach auch schön. Ich habe auch ein paar CD mit Musik. Das Problem ist, gerade streikt mein CD-Spieler von meinem Radio. Aber auf dem Handy und habe ich eigentlich nicht wirklich Gehre. Also ich habe nur zwei CDs von einer sehr bekannten A Cappella Band, Wise Guys, und ansonsten halt nur Radio, aber auch schon in der Freizeit zu Hause, wenn ich im Zimmer bin oder so. Im Einkaufsladen hole ich mir manchmal CDs und über das Handy lade ich mir auch manchmal wieder runter. Ich würde eigentlich alles tun, damit ich diese Musik wieder herstellen kann. Also ich würde wieder Musikinstrumente erbauen lassen oder selber bauen. Ich würde erstmal für mich selber ein bisschen Musik machen, wenn es jemand anderem so gefällt, würde ich eben zeigen, was es ist. Ich würde diese Sänger suchen und alle mal zusammenholen zu einem Rad und dann irgendwie versuchen, dass sie alle wieder singen
dass alle CDs und Lieder wieder runtergeladen werden, gekauft werden. Also ich würde so Klang würde ich vermissen oder einfach nur, wenn man so abschalten will, dass man einfach nur für sich Musik hören kann und einfach dann in seiner Welt ist. Ich würde andere Leute vielleicht dazu motivieren, auch nochmal irgendwie mir zu helfen, coole Songs zu machen. Da würde ich vielleicht auch noch irgendwie singen mit ein paar anderen Leuten, natürlich nicht alleine. Also ich finde es sehr schwer auf jeden Fall, aber ich will mein Leben immer weiternehmen und an sowas will ich eigentlich gar nicht denken. Ich würde mir Instrumente bauen, ich würde andere Meinungen, was Musik ist und ich würde die Musik wieder ins Leben rufen. Also ich würde auf die Straße gehen und dann mit irgendwelchen Sachen Musik machen und dass die Leute dann halt wieder irgendwie wissen, dass es die Musik gibt. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, was nehmen, womit man ein bisschen Musik machen könnte. Irgendwie eine Box aus Pappe und ein paar Gummis drüber spannen, dann hat man ja schon einen Teil von der Gitarre sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem, sage ich jetzt mal, Gedankenexperiment möglich ist, aber ich versuche irgendwie wieder Musik hinzukriegen. Weil ich finde, Musik ist eine ganz wichtige Sache. Ich würde dafür sorgen, dass es wieder Musik gibt, weil Musik ist was Tolles. Musik hat die Welt auch in der Art zusammengebracht. Viele Lieder haben halt auch wirklich was bewirkt in der Welt. Und ohne Lieder würde es auch, glaube ich, gar keinen wirklichen Spaß geben, weil viele Sachen, die richtig Spaß machen, das sind mit Lieder zusammengebunden. Und ohne Lieder kann es eigentlich nicht unbedingt gehen. Und nun sitze ich hier. I have no idea, was zu schreiben hier auf dieses Papier. Eine Frage, Schaden, große Plage, keine Frage, was ich jetzt dazu sage. Hast du Töne? Hast du Töne? Hast du Töne? Hast du Töne? Was für Instrumente oder quietsche Ente? Hast du Töne? Hast du Töne?